Ein großes Mondtreffen ist anberaumt worden. Monde und alles, was mit dem Mond zu tun hat, werden sich da einstellen. Mondquellen. Befiederte Monde, Mondglocken. Weiße Monde mit Diamanten im Nabel, Monde mit Handgriffen aus Elfenbein, winzige Mondlakaien, die über alles gerne Polstermöbel mit kochend heißem Wasser begrießen, größenwahnsinnige Rosen, die sich für einen Mond halten, weiße Monde, die schwarze Tränen weinen, Mondanagramme, die beinahe ausschließlich aus Anna bestehen, und denen nur einige Gramme Mond beigefügt wurden. Ein Mondkonglomerat von silbernen Zweigen, das sich silbern weiter verzweigt und an dem Mondfrüchte reifen. Ein nackter Mond, wie alle Monden nackt, jedoch mit einem Hut, an dem ein Feigenblatt befestigt ist. Altehrwürdige Mondeier und darunter viele schrecklich verschimmelte, ins Fumato senften. Leider ist nicht alles Mond, was Silber ist. Einige blümerante Unholde sind unter den fresssäckenden Talmimonden. Die eine Schattenmatte um die andere Schattenmatte, Riesentränen aus Pech, und mit gleicher Lust die eigene Brut, verschlingen, verschlingen, verschlingen. Doppelköpfige Monde, Monde mit einem Nabel von gewaltiger Brisanz, und was sich darauf reimt wie Glanz, Kranz, Vakanz, Byzanz, Hans. Ja, auch Mondfahrer und Mondträumer, wie ich einer bin, werden sich zu dem Mondtreffen einstellen.